Wir wollen uns nun unterhalten über DC-DC-Wandler, das heißt über Schaltungen, die Gleichspannungen in andere Gleichspannungen umwandeln. Schauen wir uns das an. Das heißt, wir werden jetzt zunächst auf einer Systemebene das betrachten. Ich betrachte jetzt mal den DC-DC-Wandler als Block. Das heißt, wir nehmen dieses Symbol hier, stellen das da, das sei jetzt unser Block, der DC-DC-Wandler. Was hat dann ein DC-DC-Wandler für an dieser Stelle Klemmgrößen? Wir haben auf der einen Seite eine Eingangsspannung, wir haben eine Ausgangsspannung und haben dann einen Strom, der reinfließt, einen Eingangsstrom und einen Ausgangsstrom hier. Wenn nichts weiteres jetzt im Folgenden gesagt wird, werden wir davon ausgehen, dass diese Größen hier an der Stelle alle Mittelwerte sind, beziehungsweise die Gleichanteile sind, weil das ist ja die Aufgabe eines DC-DC-Wandlers. Wir haben eine Gleichspannung einer Art und wandeln die in eine Gleichspannung anderer Art um. Das heißt, DC-DC-Wandler erzeugen aus Gleichstromenergie eine Gleichstromenergie anderer Art. Was kann man sich darunter vorstellen? Was heißt Gleichstromenergie anderer Art? Betrachten wir hier zum Beispiel die Eingangsspannung. Können wir jetzt sagen, ich habe hier an der Stelle die Eingangsspannung. Nehmen wir an, das wären 24 Volt. Und ich habe hier auf der anderen Seite eine Ausgangsspannung, die hätte jetzt einen kleineren Wert. Das wären hier an der Stelle 5 Volt. Ja, das ist jetzt sozusagen die eine Art der Energiewandlung. Wir können sagen, Gleichstromenergie einer Art. Wir haben hier die Amplitude bzw. den Wert reduziert. Ich schreibe jetzt hier mal Amplitude. Tatsächlich, Amplituden sind ja eigentlich definiert bloß für Wechselgrößen. Amplitude, Wert haben wir geändert. Was können wir auch noch mit DC-DC-Wandlern? Es gibt DC-DC-Wandler, wenn wir kennenlernen, die Polarität ändern. Ich kann tatsächlich auch aus 24 Volt zum Beispiel minus 24 Volt erzeugen oder minus 5 Volt. Und was auch noch sein kann, es kann auch sein, dass wir zum Beispiel aus 5 Volt 5 Volt generieren, aber wir machen eine galvanische Trennung, haben also ein anderes Bezugspotenzial. Das sind so die wesentlichen Aufgaben von DC-DC-Wandlern, die wir haben an dieser Stelle. Das heißt, wir wandeln Gleichstromenergie einer Art in Gleichstromenergie einer anderen Art um, entweder indem wir den Wert ändern, die Polarität ändern oder sogar gleichzeitig, oder indem wir eine galvanische Trennung machen. Das heißt tatsächlich, wir haben am Eingang hier eine Quelle von Gleichstromenergie und wir haben am Ausgang hier, ich male das jetzt mal so ganz grob als Widerstand ein, es kann natürlich auch was anderes sein, haben wir hier eine Senke, eine Last, die eine Gleichstromenergie benötigt. Was können das jetzt sein? Was sind so typische Quellen? Typische Quellen an diesem Eingang können jetzt sein, was einem sofort einfallen würde, zum Beispiel Batterien oder Akkus. Das heißt, irgendwelche chemischen Energiespeicher, die wir dort haben. Was könnte es auch noch sein? Es könnten sein zum Beispiel Solarzellen. Eine Solarzelle ist mehr oder weniger eine Quelle von Gleichstromenergie. Und dann könnten wir hier einen DC-DC-Wandler haben, um damit zum Beispiel ein tragbares Elektrogerät zu versorgen. Was aber auch der Eingang sein könnte, ist der Ausgang einer leistungselektronischen Schaltung. Das könnte jetzt hier sein zum Beispiel ein anderer DC-DC-Wandler oder ein Gleichrichter. Das heißt hier ein AC-DC-Wandler zum Beispiel. Und damit sehen wir eigentlich, dass DC-DC-Wandler relativ häufig vorkommen. Was sind jetzt die typischen Senken bzw. die typischen Lasten, die wir dort haben? Typische Lasten oder Senken. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, das sind irgendwelche Dinge, die mit Gleichstrom versorgt werden. Wäre vielleicht eins der ersten, was einfällt, wäre ein DC-Motor. Gleichstrommotor, DC-Motor. Das könnte eine typische Last sein, die wir mit dem DC-DC-Wandler betreiben. Das heißt, indem wir versuchen, die Spannung zu verändern an diesem Motor, dass wir dann dort die Drehzahl ändern können. Es können aber auch sein an dieser Stelle Leuchtdioden, LEDs. Auch diese benötigen jetzt irgendwie eine Art Gleichstromenergie, normalerweise einen konstanten Strom. Das heißt, typisch hätten wir dort einen konstanten Strom. Und es könnten natürlich auch andere elektronische Schaltungen sein. Das ist ein ganz typischer Anwendungsfall. Das heißt, zum Beispiel haben wir irgendwo als Quelle eine Batterie in irgendeinem tragbaren Gerät. Wir haben zum Beispiel einen Lithium-Ionen-Akku und wollen damit unsere Unterhaltungselektronik, unser Smartphone, andere tragbare Geräte versorgen. Haben dann vielleicht einen DC-DC-Wandler, der an dieser Stelle aus der Spannung, die diese Batterie liefert, 3,7 bis 4,2 Volt, zum Beispiel beim Lithium-Ionen-Akku, eine Prozessorspannung von 1,8 Volt für irgendeinen Prozessor machen, der zum Beispiel ein Display ansteuert oder sowas. Das könnte eine typische Last sein. Und an dieser Stelle, was auch noch eine Last sein könnte, wären zum Beispiel wieder Akkus selber. Denken wir zum Beispiel an Elektromobilität. An dieser Stelle haben wir irgendwo ein Ladegerät, dann muss ja auch an dieser Stelle die Batterie geladen werden.
Tatsächlich macht das irgendwo vermutlich aus einem Hochspannungszwischenkreis auch wieder ein DC-DC-Wandler, um das effizient zu laden. Damit wären wir auch schon sozusagen bei den Anwendungen. Was sind jetzt so Anwendungen von DC-DC-Wandlern? Typische Anwendungen, das wären zum einen Stromversorgung, Schaltnetzteile. Das heißt, das, was in DC-DC-Wandlern besprochen wird, finden Sie in vielen Geräten, entweder in industriellen Stromversorgung oder in Consumerware oder generell dort, wo wir Schaltnetzteile einsetzen. Zum Beispiel haben Sie einen DC-DC-Wandler in Ihrem Ladegerät für Ihr Handy an dieser Stelle. Sie haben aber auch industrielle Stromversorgung, wo Sie Ihre 24 Volt aus der Netzspannung erzeugen an dieser Stelle, um zum Beispiel irgendwelche Eingänge, Ausgänge, irgendwelche Baugruppen für eine speicherprogrammierbare Steuerung zu versorgen. Auch dort ist ein Teil, nicht komplett, ist ein Teil ein DC-DC-Wandler, der dort drin ist. Dann, wie gesagt, Anwendung Antriebstechnik von DC-Motoren, nenne ich jetzt mal DC-Antriebstechnik. Dort wären wir jetzt in einem Leistungsbereich vielleicht sogar schon bis größer 10 kW. Ja, von kleinen Leistungen bis größer 10 kW. Auch dort können wir DC-DC-Wandler einsetzen. Genauso Stromversorgung, Schaltnetzteile. Das fängt jetzt vielleicht an bei 1 Watt und kann dann auch gehen bis größer 10 kW, wenn wir eine industrielle Stromversorgung haben an dieser Stelle. Und was gibt es dann auch noch für eine Anwendung? Wir haben vorhin schon kurz angedeutet, je mehr wir jetzt Elektromobilität bekommen. Das heißt, je mehr hybridelektrische Fahrzeuge oder vollelektrische Fahrzeuge wir haben, werden wir auch im Automotive-Bereich DC-DC-Wandler haben, um zum Beispiel aus dem Hochvolt-Bordnetz niedrigere Spannungen zu erzeugen, um die Batterie zu laden und so weiter. Das sind alles so typische Anwendungen von DC-DC-Wandlern. Bevor wir jetzt etwas detaillierter uns die Schaltung der DC-DC-Wandler angucken, was der eigentliche Inhalt dieses Kapitels ist, möchte ich jetzt zunächst eine Betrachtung von DC-DC-Wandlern auf einer Systemebene machen, weil bereits das kann einem vielfach sehr wichtige Schlüsse liefern, um ein Systemdesign zu machen. Und selbst jemand, der an dieser Stelle nicht als Entwickler von DC-DC-Wandlern oder sowas arbeitet, aber diese einsetzt als Anwender, braucht trotzdem ein gewisses Wissen über die Zusammenhänge, das Klemmverhalten sozusagen. Was macht dieser DC-DC-Wandler? Deswegen wollen wir es nochmal kurz aufmalen an dieser Stelle. Wir haben hier wieder unseren Block, diesen DC-DC-Wandler, haben dann hier wieder Ein- und Ausgangsklemmen mit einer Eingangsspannung, einer Ausgangsspannung. Jetzt nehmen wir an, wir haben hier eine Last dran. Die Last sei jetzt ein Widerstand. Wir haben einen Eingangsstrom, einen Ausgangsstrom. Und jetzt, Achtung, wollen wir jetzt an der Stelle kurz festhalten, dass sozusagen IE, IA, UE und UA alles Mittelwerte sind, beziehungsweise Gleichanteile. Und jetzt wollen wir mal auf Systemebene das betrachten. Was macht jetzt dieser DC-DC-Wandler? Wie können wir uns das an dieser Stelle vorstellen? Tatsächlich, er wird irgendwo an dieser Stelle eine Leistung aufnehmen an der Quelle. Das heißt, wir werden irgendwo eine Eingangsleistung haben und er wird an die Last eine Leistung abgeben. Das ist seine Aufgabe. Dabei ändert er jetzt das Verhalten der oder die Art und Weise der Energie. Das heißt, er ändert zum Beispiel die Spannung. Was muss dabei passieren? Tatsächlich führen wir jetzt eine Größe ein. Wir führen ein das sogenannte Spannungsübertragungsverhältnis. Das wollen wir hier im Folgenden mit dem Großbuchstaben N bezeichnen. Und das bezeichnen wir mit dem Quotienten UA zu UE. Wir werden gegebenenfalls auch noch hier ein kleines Index, ein Index U oder Index I benutzen, um das darzustellen. Das heißt, das Übertragungsverhalten. Das ist, haben wir gesagt, die Aufgabe des DC-DC-Wandlers. Er soll das umwandeln, zum Beispiel eine höhere Spannung in eine kleinere. Was muss dabei gleichzeitig passieren? Natürlich kann dieser DC-DC-Wandler nicht die Gesetze der Thermodynamik verletzen. Das heißt, wir werden kein Perpetuum mobile haben. Es werden Verluste auftreten. Das wird eine Verlustleistung dort drin entstehen. Oder selbst wenn der Wirkungsgrad sehr hoch ist, was wir heutzutage vielleicht erreichen können, 99%, Wirkungsgrad 95%, werden es erstmal vernachlässigen, werden sich tatsächlich hier auch die Ströme irgendwie verhalten. Wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich nimmt dieser DC-DC-Wandler eine Leistung auf. Das heißt, bei angelegter Spannung fließt ein gewisser Strom. Nehmen wir an, wir legen jetzt 20 Volt an und nimmt eine Leistung von 20 Watt auf, dann wird hier ein Strom von 1 Ampere fließen zum Beispiel. Jetzt wird aber am Ausgang an dieser Stelle eine zum Beispiel niedrigere Spannung erzeugt, 5 Volt an einem Lastwiderstand. Würde jetzt hier dieselbe Leistung umgesetzt, also treten keine Verluste auf, dann müsste hier der Strom um den Faktor 4 größer sein an dieser Stelle als der Eingangsstrom. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier 20 Watt abgeben wollen bei 5 Volt Ausgangsspannung, müssten wir hier 4 Ampere Strom haben.
Das heißt, tatsächlich definieren wir ein Stromübersetzungsverhältnis MI, das an dieser Stelle ist IA zu IE, wenn wir einen verlustlosen Wandler haben. Und es gilt dann hier sozusagen für den verlustlosen Fall, dass das Produkt M mal MI aus Spannungsübertragungsverhältnis mal Stromübertragungsverhältnis, was hier ist UA mal IA durch UE mal IE gleich 1 ist. Das heißt tatsächlich, wenn wir keine Verluste haben, muss an dieser Stelle das Stromübersetzungsverhältnis, in Anführungszeichen der Kehrwert des Spannungsübersetzungsverhältnisses sein. Wo kennen wir das? Das kennen wir eigentlich von einem anderen Bauelement. Das heißt tatsächlich, kennen wir das vom Transformator. So ein DC-DC-Wandler verhält sich, wenn wir ihn auf Systemebene irgendwo betrachten, wie ein Transformator an dieser Stelle. Um denselben Faktor, um den zum Beispiel die Spannung reduziert wird, wird der Strom am Eingang größer werden. Gut, jetzt wollen wir noch einen anderen Zusammenhang betrachten, falls Verluste auftreten. Dann gilt natürlich nicht mehr dieser Zusammenhang. Das heißt, falls Verluste auftreten, können wir einen Wirkungsgrad definieren. Eta ist PA zu PE. Und tatsächlich können wir jetzt sagen, weil dann Eta an dieser Stelle PA zu PE ist, haben wir hier UA mal IA, das ist die Ausgangsleistung durch UE zu IE. Beziehungsweise, wir können jetzt hier sagen, an dieser Stelle, wenn wir das einfügen, Eta muss das gleiche sein wie M mal MI. Achtung! Hier oben diese Gleichung gilt nur für PV gleich 0 und diese hier unten, die Schlussfolgerung Eta ist gleich M mal MI, gilt für den Fall, dass wir Verluste haben. Das heißt, ist die allgemeinere für PV größer als 0, wenn dort eine Verlustleistung entsteht. Das heißt, Strom- und Spannungsübersetzungsverhältnis sind damit über den Wirkungsgrad miteinander verbunden. Und das Schöne ist dann, auf so einer Systemebene können Sie dann schon vielfach Aussagen über so DC-DC-Wandler treffen, wenn Sie selbst den DC-DC-Wandler nicht auslegen, aber ihn zum Beispiel in Ihr System eindesignen und dann wissen müssen, okay, welche Ströme müssen hier am Eingang fließen. Das heißt, wie muss mein Systemdesign bezüglich Spannung und Stromverhältnis sein, welche Leistung muss ich dort vorsehen. Dafür sind diese Zusammenhänge sehr nützlich, wenn man die kennt. Das ist also der DC-DC-Wandler auf Systemebene. Achtung, verhält sich irgendwie so wie eine Art Transformator. Das heißt, er, zumindest vom Verhalten her, ein Energiewandler. Kann natürlich nicht Energie erzeugen aus dem Nichts heraus, sondern nur diese Energie wandeln. Deswegen muss selbst im verlustlosen Fall Eingangsleistung gleich Ausgangsleistung sein. Und entsprechend, wie sich dann die Spannung ändert, muss sich umgekehrt der Strom ändern. Aber im Gegensatz zum Transformator können wir das für Gleichströme machen und tatsächlich kann man sich das noch so vorstellen, wir haben hier irgendwo einen Einfluss. Das heißt, wir haben eine Steuergröße gegebenenfalls hier, eine Steuergröße, tatsächlich wird es häufig intern sein, die es uns erlaubt, sozusagen diesen Energiefluss, das Übersetzungsverhältnis einzustellen. Das heißt, ein bisschen flapsig formuliert, DC-DC-Wandler, eine Art, ich schreibe es mal so, Gleichspannungstransformator mit Steuermöglichkeit. Das heißt, so als ob wir bei einem Transformator das Übersetzungsverhältnis einstellen könnten. So kann man sich das auf einer Systemebene vorstellen.